Leute, Rent war Sanctuaria. Oh, ich kann es nicht aussprechen. Damit geht's ja schon mal gut los, Leute. Ja, herzlich willkommen zu wieder einer Custom Map. Rent war müsste den meisten von euch eigentlich was sagen. Ich meine, jetzt gab es auch bei Battlefront 1. Und ja, das haben die jetzt übernommen, den Planeten, und haben da was Neues draus gemacht. Einfach einen neuen Stützpunkt, wo man drauf kämpfen kann, ne? Was du denn hier? Es fällt schon mal auf, dass der Klon Sturmtruppler, dass der dieses Maschinenpistolen-Skin-Dings hat. Die sehen alle, ja gut, alle, die haben alle so dieses Design. Vielleicht soll das vor Schnee schützen, ich weiß es ja nicht. Jetzt auf den ersten Blick muss ich euch sagen, wir sind auf einem zerstörten Eisschneegebilde irgendwie. Ne, alles kaputt. Komplette Leere. Aber immerhin haben sich die Skins so ein bisschen verändert, ne? So ein bisschen was Neues mal gewagt. Finde ich immer schön, wenn das immer abgeändert wird. Mal so ein bisschen ein paar neue Waffen oder Skins und so. Ich glaube, ich spawn mal woanders. Ich spawn mal erstmal woanders. Oh, der Punkt wird erobert. Ist Clone Sharptrooper. Ja gut, die Unterschied zum Original gibt es jetzt nicht wirklich, nur das Yoda. Oh, geil, Kit Fisto. Wie cool ist das denn, Leute? Das ist ja der Hammer. Und es gibt diese Echo Base, diese, ja gut, soll wohl halt so aussehen von, aber Unterschied ist halt einfach, dass wir auf Renoir sind. Oh, und sie dringen direkt ein. Aber nicht mit mir. Oh, was war das für ein geiler Move, Alter? Das ist ja neu. Das ist ja komplett neu. Alter, der hat ein komplett neues Movement, Leute, der Typ. Das ist ja mal. Und der macht so, habt ihr gesehen, so Machtblitz. Quatsch. So Machtkugeln. Das ist ja geil. Er hat wirklich andere Special Moves und so. Und da hat der Macher sich wirklich Mühe gegeben. Also, das kann ich nicht anders sagen. Muss jetzt aber erstmal darauf achten, dass ich jetzt nicht komplett meine Kraft verliere. Das ist wirklich cool. Ja, baller doch, baller doch. Oh, Hilfe! Hilfe, Leute! Zack! Oh, das ist wirklich cool. Was kann ich noch? Lichtschwert werfen, ne? Nichts Besonderes dann. Was hast du denn genau vor mir? Kit Fisto ist wirklich cool. Hier in dieser Mod. Ja, ganz normal Lichtschwert schmeißen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Oh! Guck mal, er sprintet so nach vorne. Hammer. Was haben denn die Klone dann? Ah, Jango Fett! Also, ich finde das ja mal ganz cool, wenn die eine Klasse haben, die man immer spielen kann, die dann aber nicht unendlich Leben haben, wie die jetzt hier, oder Yoda, den habe ich ja auch gerade gesehen. Hab ich jetzt nicht. Die spielen einfach nur so mit. Die NPCs, es gibt immer welche, die spielen die dann. Das ist ja wirklich cool. Also, gibt es hier zwei Klassen, die ich nicht spielen kann, die aber trotzdem mitmischen. Also einmal habt ihr gesehen, Jango Fett und Yoda unterstützen uns dann. Das ist wirklich cool. Oh, ich höre. Ich höre wieder einen Jedi. Müsste Yoda sein. Yoda, wo bist du denn? Ach, da ist er, ja. Da ist er. Guck mal. Nee, Kit Fisto. Ey, wie geil ist das denn? Sag mal, wie cool haben die das denn eingestellt, Leute? Also kann ich auch Yoda spielen oder was? Zwei Jedis in einer. Wie geht das denn? Zwei Jedis in einer Schlacht? Das ist ja geil. Das ist ja wirklich cool. Also so habe ich es mir wirklich immer gewünscht bei Battlefront. Dass du einerseits selber spielen kannst, sondern dass auf der anderen Seite dir der Jedi oder der Sith dich unterstützt. Das ist natürlich jetzt wirklich cool, weil er verliert keine Leben. Glaube ich nicht, oder? Doch? Ich glaube doch, weiß ich jetzt nicht. Doch, ich glaube, der verliert automatisch Leben. Aber ich finde cool, dass er trotz alledem mitmischt und uns hilft. Das ist wirklich extrem cool, also wie sie das gemacht haben. Gut, ich spiele ja Kit Fisto.
gucken wir mal noch, was er sonst so für Fähigkeiten hat. Oh, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Wie die Türen noch aufgehen, ne? Haben sie voll vom Todesstern geklaut, aber das ist ja cool. Müsste eventuell auch gleich nochmal die, die Seiten wechseln. Kid Fisto kommt euch zu Hilfe. Sieht auch einfach nur cool aus. Jetzt komme ich angesprintet, Leute. Hier, pass mal auf. Huah! Wie er einfach hochjumpt, das ist so cool. Das ist der Hammer. Jungle Fett, Jungle Fett. Ich habe ihn gehört. Er müsste irgendwo sein. Ey, die Moves, die sind so geil, so cool. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die andere Seite. Hat sich da was verändert? Hä? Was ist das denn? Ich wechsle und dann wählt er trotzdem wieder die andere Seite aus. Voll verbuggt, voll komisch. Naja. Ihr habt ja gesehen, wie man in etwa spielen kann, ne? Oh, da ist er schon wieder, da ist er schon wieder. Hallo, Kid Fisto, hallo. Na? Begleitest du mich mal, ja? Oh. Hast du gut gemacht, hast du gut erledigt, den Django. Boah. Da wurde ich geschlechtet. Super Battle-Druid. Warum geht das Wechsel nicht? Doch, jetzt, ne? Doch, jetzt geht's. Okay. Spielen wir nochmal kurz die andere Seite. Mal relativ cool, dass man das so switchen kann. Bis jetzt sehe ich keinen Kid Fisto. Das ist gut. Die Runde ist auch gleich zu Ende. Deswegen, Leute, wird keine zweite Runde geben, weil es einfach... Dann muss ich wieder cutten. Gut, Leute, das war jetzt hier... Renn war. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann verabschiede ich mich mal und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.